Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere & Co. aus Hamburg. Willkommen zurück auf meinem Kanal, es ist Sonntag und heute habe ich wieder ein vorbereitetes Video für euch. Der ein oder andere schaut ja lieber die vorbereiteten als die Live-Videos. Außerdem habe ich am Wochenende ein paar andere Sachen zu tun und kann nicht live gehen. Aber ihr seht hier das, was wir im letzten Live, nämlich am Dienstag gebastelt haben, die Karten mit der Produktreihe Collagenkunst. Das waren die drei Kärtchen oder Karten, die wir zusammen gebastelt haben. Nochmal zur Erinnerung, falls ihr das nicht gesehen habt, ihr könnt euch das Replay angucken, wenn ihr hier oben und das i guckt. Und dabei habe ich euch am Dienstag auch vorgestellt, unser neuestes Mitglied in der Stampin' Up! Familie, nämlich die Magnettafel. Neuer Tag, neues Glück heißt sie, glaube ich. Und dann haben wir einmal so im Groben gebastelt, was man damit machen kann. Und heute kombiniere ich beides miteinander. Ich stelle das mal einmal beiseite. Und zeige euch das Projekt, was wir heute zusammen basteln, nämlich unsere eigene gestaltete Magnettafel. Das hier habe ich festgeklebt, das ist ein Scrapbooking-Element, aber das ist beweglich mit den Magneten. Ihr wisst ja, an den Klammern befinden sich hinten Magnete und ihr könnt auch eure eigenen Klammern euch gestalten. Wenn ihr zum Beispiel solche Buchklammer noch habt und dann einfach ein Magnet von hinten dagegen klebt. Dann hält das auch. Und das ist eine Idee quasi für den eigenen, für die eigene Magnettafel. Das könnt ihr euch natürlich auch immer übers Jahr neu gestalten. Und ihr seht, ich habe hier zum Beispiel ein kleines Kalendarium mit dabei. Und wie ich das gemacht habe, das möchte ich euch heute zeigen. Aber vorab noch eins, wenn ihr euch dieses nicht hinhängen möchtet, wo auch immer, sondern vielleicht auf den Schreibtisch stellen oder auf die Kommode, vielleicht im Flur eurer Wohnung, dann gibt es solche Ständer, so eine Displayständer, die gibt es auch in Gold. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox und werde das auch auf meine Favoritenseite mit aufnehmen. Und dann könnt ihr euch das quasi somit an euren Arbeitsplatz stellen. Fängt es jetzt natürlich ein bisschen schwierig ein. Das ist eine Art von Ständern, die ich habe. Und dann habe ich noch ein Set, das habe ich mir damals geholt für Schaufensterdekoration. Das ist ein ganzes Set aus unterschiedlichen Größen. Und auch das könnt ihr als solchen Ständer verwenden für solche Bilderrahmen. Also jetzt nicht nur für die 12x12, aber so als Bilderrahmen. Das funktioniert auch sehr gut. Die kann man auch leicht wegpacken, weil man sie zusammenklappen kann. Aber diesen Ständer zum Beispiel habe ich hier bei mir in der Werkstatt stehen, den haben wir mal gestaltet, im Scrapbooking einen Stickrahmen, einen großen aufzustellen als Bilderrahmen. Aber jetzt geht es erstmal los, wir basteln einfach mal drauf los. Und zwar, jetzt ist er mir runtergefallen, da war der Tisch zu Ende, Eidadaus. Es kam die Frage im Live-Chat, das habe ich hinterher gesehen, kam die Frage, ob man nicht diese... Ihr nennt sie so nett T-Shirts, weil sie, wenn sie auseinandergefaltet sind, ein bisschen aussehen wie ein T-Shirt, ob man diese Taschen nicht selbst gestalten kann. Und natürlich kann man das selbst gestalten. Ich habe mal eine Sache entworfen, mein Zickzack hier drin, also meine Ziehharmonika, ist ein bisschen mehr. Ich habe hier quasi nochmal eine Zacke mehr mit drin als ursprünglich. Aber natürlich eignet sich das dann auch ganz gut dafür. Ich bin am Überlegen, ob wir tatsächlich eine Zacke weglassen. Das könnte man machen. Das sind jetzt wieder die Sachen, wo man dann anfängt. Ich zeige euch das dann. Ich habe euch ein Template erstellt, aber wir basteln einfach mal drauf los. Da könnt ihr gucken, wie ihr das gerne hättet. So, wir fangen mal an zu basteln. Das Teilchen stelle ich mir her, damit ich weiß, wo ich hin will, weil wir müssen ein bisschen von den Farben anders werden, weil ich dieses große Papier nicht mehr habe. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich dieses Mal in den Hintergrund gehe mit diesem Papaya-farbenen. Achtet übrigens nicht auf meine Finger, ich habe heute schon in der Farbe gewühlt. Und dazu wollte ich mir nehmen dieses Design. Es wird also ein bisschen farbenfroher. Hier war ich ja so Ton in Ton recht dunkel. Und dann werde ich da sicherlich ein bisschen Farngrün dazu kombinieren. Aber wir fangen erstmal an. Übrigens die beiden Bilder, die ich verwende. Hier habe ich ja so
einen Achtsamkeitssteinehaufen. Ich habe sowas auch schon mal gebastelt. Und jetzt werden wir dieses nehmen, weil wir jetzt wie so eine To-Do-Tafel machen. Die beiden Bilder, die könnt ihr euch auch downloaden und ausdrucken. Das verlinke ich euch in der Infobox beziehungsweise auch auf meinem Blog. Das habe ich mir gezogen aus einer kostenlosen Fotodatenbank. Bei Canva zum Beispiel findet man das oder bei Unsplash findet man freie Fotos, die man verwenden kann. Und das fand ich halt ganz gut mit dazu. Und das wird also mein Hintergrund und dann werde ich hier mit dem Papier ein bisschen arbeiten. Und ich habe es gerissen, man sieht es fast gar nicht, aber ich habe es gerissen. Ich habe ja hier mein nettes Reißlineal, auch das findet ihr auf meiner Favoritenseite. Da reiße ich mir jetzt einfach mal, wir müssen aufpassen, dass so circa ein Zentimeter uns ringsherum immer noch verlustig geht durch den Rahmen. Aber ich denke mal, ja, hier sind wir mal mutig und reißen wir mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich aus dem Rest nachher meine Tasche bastle. Also das habe ich jetzt hier so ein bisschen gerissen. Und dann nehme ich mir von dem Pergament für Lagendesigns, was es auch in der Produktlinie gibt. Ich gucke gerade mal, ob der Bogen angefangen ist. Nee, nehme ich mir auch nochmal so einen Streifen und reiße mir da was ab. Das Stück können wir für was anderes verwenden. Und das ist jetzt... Ja, ich denke mal, das sind so knapp 7 cm. Nach Gefühl reiße ich mir da einen Streifen ab. So. Der kommt dann hier mit drüber. Das bildet dann den Hintergrund für unser Bild. Und das werde ich mir noch ein bisschen modifizieren. Ihr seht das hier auch. Und zwar habe ich da noch so ein bisschen einen goldenen Akzent mit drauf gesetzt. Und das Stempelset Stitchery, zu dem wir alle viel zu selten greifen, hat so schöne Elemente. Da muss man nicht die Nähmaschine rausholen, sondern kann das so ein bisschen nachempfinden. Und ich denke mal, ich bleibe einfach auch, ich könnte jetzt auch mal auf dieses Zickzack gehen. Obwohl das anzustückeln wird vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ich bleibe mal bei diesem hier. Weil wir müssen ja über die Länge ein bisschen anstückeln. Pergament ist ein bisschen zickig, wenn ihr damit embossen möchtet. Ich passe nur auf, dass ich es richtig rum rauflege. Ich nehme mir mal mein Schmierpapier dazu. Und das werden wir in Gold embossen. Das ist ja das goldene Embossing-Pulver ist in dem Set der Metallfarben drin. Wir haben ja zwei Embossing-Pulver-Sets. Einmal das Basic, da ist schwarz, weiß und klar drin. Und dann haben wir noch dieses metallfarbene, das ist Gold, Silber und Kupfer dabei. Wir brauchen den Stempelblock in I. Und ich fange aus der Mitte heraus an und werde mir das dann auch gleich erstmal prägen, damit ich nämlich weiß, wo ich gestempelt habe. Das sehe ich so nämlich nicht. Ich fange in der Mitte so in etwa an. Mein Löffel ist noch außerhalb der Box gewesen. Also schaut auch immer mal, was ihr bei euch im Bastelschrank habt. Ne? Dieses Stitchery, das gerät so schnell in Vergessenheit bzw. aus dem Blickwinkel und wir können es für so viele Projekte verwenden, weil es ja wirklich auch ein Basic-Set ist. Und jetzt gehe ich vorsichtig mit dem Heißluftföhn. Wenn ihr nicht so geübt seid, nehmt nur die erste Stufe. Ansonsten haltet das nicht so drauf, weil sonst wellert euch das Papier unschön. Wenn der Föhn erstmal heiß ist, ihr hört das jetzt, ich bin eine Stufe tiefer. Wenn der Föhn erstmal heiß ist, dann schmilzt er das Papier super einfach oder das Pulver ganz einfach ein. Also da müsst ihr nicht immer auf volle Pulle fahren. Nur erstmal heiß werden lassen und dann geht es dann nachher. So, und jetzt sehe ich, wo ich gestempelt habe und setze da einfach links und rechts wieder an, um das Muster fortzusetzen. Jetzt wird es auch beim Embossen ein bisschen schneller gehen, weil der Föhn schon heiß ist. Und da habe ich ein bisschen zu stark aufgedrückt. Das
merzen wir gleich aus. Nicht drauf fassen. Und bevor wir föhnen, das ist hier, da habe ich ein bisschen zu doll auf den Stempel gedrückt. Das ist ein bisschen was vom Rand. Ziehen wir das einfach ab, das Pulver, und können das jetzt nochmal einschmelzen mit der geringsten Stufe. Ich rutsche mal gleich auf die zweite rüber. Aber ihr seht, das geht wirklich ganz schnell, wenn der Föhn erstmal heiß ist. Und das Papier wellert euch nicht so. Da ist Pergament wirklich ein bisschen zickig. Ihr könnt euch aber genauso gut die Hände verbrennen. Deswegen Vorsicht. Der Föhn kann erstmal wieder zur Seite. Und jetzt können wir uns das hier schon einmal aneinander setzen. Dann fliegt uns das auch nicht mehr rum. Den Satz kennt ihr, glaube ich, von mir auch schon. So, ist das richtig rum? Ja, von der Schrift her. Musterverlauf beachten. Ihr könntet hier auch gut anstückeln, ne? Wenn ihr keinen vollen Bogen mehr habt, stückelt einfach ein bisschen an. Ich bin hier ein bisschen verschwenderisch, was das Material angeht. Und jetzt kleben wir uns das Teilchen so einmal darüber. Und zwar nehme ich mir Glue Dots, hier sind sie, und setze mir die immer mal so verteilt hier hinter die Pünktchen. Weil durch Vellum sieht man ja leider Klebemittel sehr stark durch. Deswegen covern wir das einfach, wo das Motiv ist. Wenn ihr den Stempel nicht habt, aber ihr habt eine Nähmaschine, dann näht euch das Vellum einfach auf. Mit einem schönen Zickzackstich, vielleicht ein farbiges Garn, aber auch weißes Garn passt gut dazu, weil wir auch mit weißen Elementen weiterarbeiten. So, wo waren wir da? Man kann auch Papier nähen, aber merkt euch dann die Nadel und nehmt die nicht zum Stoffnähen. Weil Papier macht jede Klinge und alles stumpf. Und nicht, dass ihr euch dann nachher ärgert, wenn ihr einen feinen Stoff näht und eure Klinge dann nicht mehr so pralle ist. So, das setzen wir uns jetzt einmal rüber. Immer dran denken, dass da auch noch ein bisschen Rand ist, was nachher im Rahmen verschwindet. Hier auf dieser Seite, ne, dass ihr nicht so direkt daran geht. Und wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt sich jetzt einfach nochmal einen Tacker und setzt hier an den Rand zwei Nadeln. Dann passiert euch da definitiv nichts mehr. Die verschwinden ja im Rahmen. Und dann haben wir das soweit schon mal fertig. Wir basteln auch weiter mit der Produktreihe. So, ich muss gucken, dass ich weit auf dem Tisch bin. Irgendwie hat sich meine Kamera ein bisschen verstellt. Da fehlt jetzt natürlich noch so ein bisschen was drumherum, ne? So wie ich es hier gestaltet habe. Wie gesagt, das Element habe ich festgeklebt. Das bleibt da. Also das, die Klammer hier oben ist nur zur Show. Und ich denke mal, ähnlich werden wir das jetzt auch aufbauen. Mein Designerpapier kann derweil beiseite. Und wir bleiben erstmal hier in diesem Element, dass wir uns das gestalten. Und zwar mit der Produktreihe. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier bin ich ja so in Minzmakrone Aventurin Weiß geblieben. Aber hier gibt uns das Designerpapier auch ein bisschen andere Farben noch vor. Deswegen denke ich, werde ich mir das große Monsterablatt auf Farngrün stempeln. Hier habe ich ein bisschen Farngrün und den Wedel. Dazu können wir uns ja trotzdem in Minzmakrone oder vielleicht sogar in Aventurin. Beides ist hier drin.
obwohl das ja fast nach Bermuda-Blau aussieht hier. Aber das gibt einen schöneren Effekt. Ich habe hier Farbkarton Grundweiß, den habe ich noch übrig behalten, von dem Zuschnitt der Kärtchen, die wir nachher noch mit reinsetzen. Deswegen nehmen wir doch schon mal den Wedel. Das große Monsterblatt brauchen wir und den Wedel. Den stempeln wir uns einmal in Aventurin auf. Oh ja, ich glaube, das wird schön. Dann nehme ich mir das Monsterblatt und das werde ich mir in Weiß auf dem Farngrün embossen. Dann brauchen wir dann jetzt quasi die anderen Prägepulver, die Basics, wo das Weiß mit enthalten ist. Ihr findet übrigens auch auf meiner Favoritenseite die Dosen und die Magnete und die Holzlöffel. Ich habe die einfach nur, die Löffel hier drin, das sind kleine Holzlöffel mit doppelseitigen oder mit klebenden Magneten festgemacht. Das hält ganz gut im Deckel. Wenn es nicht halten sollte, wenn euch das ein bisschen, also mit Gludots habe ich das festgeklebt, nehmt ein bisschen Pattex, dann passt das wunderbar. Und ich habe hier in der Dose also mindestens 2 Dosen von dem Prägepulver drin. Das wird euch aber auch nicht schlecht. Aber es arbeitet sich damit ein bisschen leichter. Das werde ich mir einmal embossen. Der Föhn ist noch heiß. Das muss jetzt einen kleinen Moment abkühlen. Also jetzt nicht gleich drüber wischen, weil dann verwischt euch das Prägepulver. Das muss wirklich erstmal abkühlen. Ich habe im Moment ein Faible für so weiße Akzente. Ich glaube, man sieht das. Ich nehme mir schon mal die Stanzform dazu. Und zwar brauchen wir das Monsterblatt. Wir brauchen den Wedel für dieses Motiv. Und dann nehme ich mir noch dieses Blatt mit daraus. Und das werde ich mir ausstanzen. Am Dienstag haben wir das roségoldene Papier genommen. Heute nehmen wir das goldene, weil das Gold ist natürlich durch die Klammern, die in dem Set sind, vorgegeben. Und das werde ich mir jetzt einmal ausstanzen. Ich hole mir mal meine Stanzmaschine her. Wir brauchen die später nochmal. Und jetzt stanze ich mir die Motive alle einmal aus. Vergaß zu erwähnen, dass ich mir auch dieses feinteilige Monsterblatt noch mal aus Weiß ausgestanzt habe. Das brauchen wir auch noch. Ich habe mir diesen Wedel auch schon mal für nachher aus Weiß mit ausgestanzt. Ich weiß noch nicht so genau, ob wir ihn verwenden, aber im Original habe ich ihn in Weiß verwendet. Den legen wir beiseite. Und hier aus dem Goldpapier habe ich ihn mir auch nochmal ausgestanzt. Und das Goldpapier ist, es bleibt einfach so bei feinteiligen Sachen ein bisschen zickig. Da werde ich jetzt ein bisschen pükern müssen, um das rauszukriegen. Und ich habe schon mehrfach hin und her. Aber das ist, ja, da ist es kaputt. Da können wir aber auch noch mal gucken. Ich löse das hier mal raus, dass ich euch noch mal einen Trick zeige, wenn euch das auch so geht. Also bei den filigranen Stanzformen ist das manchmal ein bisschen zickig. Deswegen nehme ich mir so eine Metalladapterplatte. Die habe ich schon Ewigkeiten. Ich glaube, die habe ich relativ am Anfang schon, als ich mir meine Big Shot zugelegt habe. Und da bin ich neulich mal gefragt worden, weil ich die auch auf meiner Favoritenseite habe, wie ich die verwende. Ich habe den ganz normalen Stanzaufbau. Grundplatte, Auflegeplatte, eine Acrylplatte, da lege ich dieses Metallschimm drauf und dann das Papier und die Form, die Stanzform, und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Dann nehme ich mir die zweite Acrylplatte und jetzt ist der Aufbau natürlich ein bisschen dicker. Das heißt, wir werden ein bisschen mehr Muckis brauchen,
Ups. Ups. Noch einmal zurück, sicherheitshalber. Und ich glaube, seht ihr, jetzt ist es viel, viel besser ausgestanzt. Viel klarer und einfacher mit dieser Metalladapterplatte. Ich verwende die dann wirklich, wenn es wirklich zickig ist, bei diesem Papier einfach mal mit dazu. Die habe ich nicht standardmäßig, weil ich dann Angst habe, dass es auf Dauer meiner Big Shot vielleicht nicht oder meiner Stanzmaschine nicht ganz so gut tut. Aber das kann man dafür gut mal zwischendurch verwenden. Ihr seht den Unterschied, wie schön das ausgestanzt ist und wie viel ich jetzt hier noch fummeln müsste, um das wirklich rauszulösen. Und im Zweifelsfall geht mir mein Stanzteil kaputt. Okay, wir machen weiter. Ich möchte mir das ja so ein bisschen hier unterfummeln. Und jetzt muss man sich entscheiden, wenn ihr das Teilchen haben möchtet, dass ihr das austauscht. So habe ich auch angefangen, so können wir auch jetzt erstmal weitermachen. Habe ich den Aufbau von hinten her angefangen. Also ich setze mir mein, ich brauche mal eine Silikonmatte, weil es jetzt ein bisschen matschig wird. So, ich setze mir das erstmal hin und gucke, wie es aussieht. Wir brauchen ja auch noch unseren Text. Da wiederholt sich das goldene Element. Dann haben wir hier das Monstera-Blatt, was wir mit unterschieben. Und hier noch eins, was wir so mit unterschieben. Wir sind noch gar nicht fertig. Ich muss ja noch einen Text und auch noch eine Bordüre haben. Also so baue ich mir das gleich auf. Das lassen wir so liegen. Ursprünglich, also bei dieser Tafel, habe ich genommen Genieße den Tag. Das ist aus dem Stempelset in perfekter Symmetrie. Da habt ihr dieses Genieße den Tag. Aber jetzt werde ich mal zurückgreifen auf das Carpe Diem aus dem Gänseblümchenglück. Und da muss ich mal einmal kurz gucken, welche Farbe nehme ich. Ich glaube, ich werde das mit Aventurin weitermachen. Meine Restekiste gab sogar noch was an Aventurin her, dass ich das darüber setze. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Das werde ich mir jetzt nämlich auch nochmal in Weiß embossen. Das ist jetzt eine Streif. Mal gucken, ob das passt. Carpe Diem. Das passt da drauf. Das sind so knapp zwei. Wo ist mein Lineal? Hier. Wie gesagt, das gab jetzt meine Restekiste her. 1,7, 1,8 cm. Hier kommt ja nichts weg. Versamark. Das ist nicht das letzte Mal, dass wir heute embossen. Solche Layouts brauchen immer ein bisschen. Ne? Das ist halt Scrapbooking heute. Ist wie Scrapbooking am Freitag. Ich drehe das Video auch am Freitag. Insofern passt das ja. Und wir brauchen noch eine Bordüre. Mal gucken, ob mein Gold noch so viel hergibt. Jo, hier habe ich noch einen Streifen. In dem Stanzform-Set haben wir ja auch diese Zickzack-Bordüre und da werde ich mir jetzt einfach mal einen Streifen abschneiden. Ich denke, ein bisschen mehr als einen halben Inch, also so 1,5 cm. Schneidet Metallpapier und Fotos bitte nicht mit der normalen Papierklinge eures Papierschneiders. Und das werde ich mir jetzt hier einmal ausstanzen. Das mache ich fix off-cam. Ich brauche nur noch ein Post-it. Hier. Ihr seht das, wenn ich das jetzt abziehe, auch da hängt es ein bisschen zusammen, das kriegt man aber gut gelöst. Wir hätten jetzt hier noch ein Stück Bordüre, was wir für was anderes verwenden können und haben jetzt hier das Teilchen und oben hat es halt nicht gestanzt, sondern nur hier unten den Bereich. Einmal das Carpe Diem einkürzen. Und dann gucken wir mal, wie viel wir hier brauchen. Ich denke, da werde ich es mir einkürzen an dieser Zacke. Jetzt habe ich es mir natürlich nicht gemerkt. So. Ein bisschen Abreißklebeband. Dann haben wir das Element nämlich auch fertig und können uns dieses Schmuckelement schon einmal zusammensetzen.
Wir haben alle Elemente beisammen. Das kommt hier gleich noch so mit drüber. Das passt ganz gut zu der To-Do-List, dieses Carpe Diem. Und ich klebe mir das jetzt einfach von unten beginnend hier alles aufeinander. Ich bin heute übrigens gefragt worden, die Fläschchen, die haben wir nicht im Sortiment. Das Klebemittel, was ich da drin habe, das ist unser Mehrzweckflüssigkleber. Und diese kleinen Fläschchen findet ihr auf Amazon. Da habe ich euch einen Link auf meine Favoritenseite gepackt. Das spart Klebemittel und ihr könnt so eine feine Applikation mitmachen. So, jetzt kommt das hier drauf. Wir wollen uns das Bild ja hier so mit draufsetzen. Das kann sogar noch ein bisschen weiter runter. Dann positionieren wir uns das Bild da drauf. Wir können unseren Kleber auch für Fotos verwenden. Der ist säurefrei. Das heißt, das ist auch in 5 und 10 Jahren noch ansehnlich. Das Foto ist übrigens jetzt mit Rahmen, habe ich es mir aufgedruckt auf 8,5 x 12,5. Das könnt ihr aber selber entscheiden, wie groß ihr das haben möchtet. So, auf Fotos zu kleben ist ein bisschen schwierig, deswegen nehme ich nur ein ganz bisschen und bin froh, dass ich es gleich noch covere, weil das so eine schmierige Angelegenheit ist, das zieht nicht gleich an. Ich nehme ein Stück von den Mini Dimensionals hier vom Rand. Und setze mir das hier mit auf und fixiere damit ja auch gleich das Blatt nochmal. So, Moment. Schlüpfrig. Klebrig. Wunderbar. So. Und das ist jetzt dieses fertige Element. Das könnt ihr natürlich auch mit anhängen. Ich habe es jetzt nochmal von hinten stabilisiert. Und zwar nehme ich mir jetzt ein Stück Farbkarton. Bisschen kleiner als mein Foto. Ja. Und setze mir das noch einmal dahinter. Ich brauche noch mal mein Abreißklebeband. Dass ich wieder irgendwo hingetan habe. Hier vor mir liegt es doch. Also wenn ihr das auswechseln möchtet, empfiehlt es sich vielleicht, das so zu gestalten, dass es von hinten auch nochmal ein bisschen, so ein Foto ist ja nicht wahnsinnig stabil, ne? Dass es nochmal ein bisschen Stabilität kriegt und von hinten vielleicht auch nochmal netter anzusehen ist. Wenn ihr das aufklebt, muss das nicht sein, aber ich finde es tatsächlich auch ganz schön, weil es, wie gesagt, ein bisschen mehr Stabilität bekommt und wenn wir das in 3D aufkleben, ist das dann ganz nett, wenn es ein bisschen mehr Stabilität hat. Fotopapier ist halt Fotopapier, ne? Ich habe das hier übrigens mit meinem Canon Selfie ausgedruckt. Da habe ich euch mal ein Video zugemacht zu Fotodruckern. Ich greife am liebsten zu dem Canon Selfie. Den ich allerdings jetzt so auf eine Reise oder so nicht mitnehmen würde. Da würde ich die anderen nehmen. So, das Element ist fertig. Ich glaube, es fügt sich farblich ganz gut ein. Das ganze Layout wird ein bisschen heller. Dann können wir das nämlich auch schon mal mit Dimensionals aufsetzen. Ihr müsst es nicht aufkleben, aber ich finde es ganz nett, wenn es klebt. Ihr bräuchtet sonst nämlich zwei Klemmen, um es wirklich dann auch so schräg zu halten. Mit einer rutscht euch das dann immer wieder in eine gerade Position. So, und das könnte reichen. Dieser goldene Ständer,
von dem, der mir runtergefallen ist. Den gibt es ja auch in Gold. Der passt vielleicht auch ganz gut dazu, weil wir ja auch hier so die Hardware in Gold haben. So, jetzt klebe ich mir das einmal. Ich gucke mal hier in meinen Bildschirm. So ein bisschen von links nach schräg hier mit drauf. Und dann kann man natürlich zur Zierde auch noch so eine kleine Klemme. Das ist jetzt eine kleine Buchklemme, die wir mal im Sortiment hatten. Die kann man da natürlich gut noch mit hinklemmen. So wäre quasi schon mal ein Layout fertig. Aber wir haben ja auch noch diese kleine Tasche. Ups, jetzt kommt mir alles entgegen. Diese Tasche, diese Dokumententasche. Jetzt kriege ich schon das Stottern. Und dafür habe ich euch wieder ein Template fertig gemacht. Ihr könnt entscheiden, ob ihr hier vier Falze oder nur drei setzen möchte. Bei der ursprünglichen, die von Stampin' Up, sind nur drei Falze gesetzt und dann könntet ihr sogar auf 1,5 cm gehen. Ne, dass ihr hier ein bisschen diese beiden Abstände hier, 1,5 cm, ich habe die jetzt alle auf 1 cm. Und das könnt ihr euch auch downloaden, findet ihr auf meinem Blog, beziehungsweise hier unten unter dem Video in der Infobox. Und jetzt müssen wir mal einmal noch gucken, welches Papier wir dazu nehmen. Weil man ja natürlich auch ein bisschen sieht. Also man könnte jetzt, um das Muster wieder aufzugreifen, dieses Täschchen nehmen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Dann haben wir ja mit Farngrün gebastelt. Das heißt, wir haben ja das Lodengrün würde ich jetzt nicht dazu nehmen. Das wird zu dunkel. Moment, ich packe das mal beiseite. Das gibt einen zu starken, das wiederholt sich nicht. Man könnte auch noch auf diese Farbe gehen. Wie sieht denn da die Rückseite aus? Wenn man das dann, aber dann hat man da wieder ein anderes Muster mit drin. Ne? Ich glaube, wir bleiben bei diesem. Wo habe ich es denn jetzt hingepackt? Ja. Und ich denke auch, dass wir es uns so rumklappen. Das machen wir. Und zwar müssen wir jetzt gucken, dass wir den Musterverlauf drin haben. Das heißt, die Vorderseite klappt sich ja hoch, dass es dann hier auch wirklich richtig passt vom Muster. Das ist die Rückseite, das ist unten. Das heißt, hier werden wir nachher die Falze setzen. Beziehungsweise die setzen wir übers Ganze, aber wir brauchen einen Zuschnitt. Ich kann euch ja zwei Templates unten in die Infobox packen. Dieses und dann nochmal das für die etwas breiteren Fächer. Das heißt, wir hätten dann ja hier, jetzt fange ich an zu improvisieren, 1,5 und 1,5, hier bleibt es 1. Das haben wir 3, 4 cm auf der Seite. Und hier haben wir 1,5, 1,5 und 1. Das ist ja dann die Klebelasche, weil das verschwindet ja. Ihr könnt mir folgen. Das heißt, das sind Messen. Das ist ja originalgetreu, bin ich der Meinung. 19 cm, genau. Das sind ja dann hier 11 plus 4 plus 18. Bleiben wir bei 19. Guck mal, dann ist es der gleiche Zuschnitt. Wunderbar. Reicht das Papier denn da überhaupt noch? Das Papier reicht. Glück gehabt. Also wir brauchen einen Zuschnitt von 19. Jetzt dürfen wir uns aber nicht mehr verschneiden. Mal 17. Dann legen wir uns die 19er Seite an, so rum, dass wenn wir es hier hochklappen, also wir legen uns das Muster auf den Kopf, ne, wenn wir es so rumklappen, steht es dann richtig rum. Und falzen auf dieser Seite bei 1,5, nee, bei 1, Entschuldigung, bei 1, das ist ja, wir fangen ja mit der Klebelasche an, bei 1 plus 1,5 sind 2,5. Und dann bei 4 auf der anderen Seite, ne, fortlaufend. Und jetzt wieder bei 1, 2,5 und auf der anderen Seite bei 4.
ist jetzt erstmal noch nichts passiert, egal wie ihr das Papier anlegt. Das ist nur wichtig, dass die 19 cm anliegen. Und jetzt müssen wir gucken, so liegt das Muster oben. Das heißt, wir legen es dann hier bei 7,5 cm. Also wenn ihr das dann nachher so umklappt, dass es richtig rumliegt, ne? Bei 7,5 und ziehen da auch nochmal eine Falzlinie. Jetzt schneiden wir. Jetzt müssen wir aufpassen. Das sind die 7,5. Ne? Das nicht wegschneiden, sondern wir drehen es jetzt um und schneiden jetzt an der letzten Falzlinie, an der 4 cm Falzlinie, bis zur Querfalz ein. Das machen wir auf der anderen Seite auch. Das sieht man jetzt bei dem Papier vielleicht ein bisschen schlechter. Und dann schneiden wir, hier ist die Falzlinie, hier schräg rein. Wie schräg entscheidet ihr? Es muss nicht wahnsinnig schräg sein. Also ich denke mal, dass man hier so einen Zentimeter von der Lasche weggeht und dann das schräg einschneidet. Man kann dann das hier noch ein bisschen anschrägen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es passt. Und wenn nicht, habe ich ein richtiges Problem. Ich habe nämlich nicht mehr genug Papier dann. Dann muss ich improvisieren. Ich brauche mein Falzbein. Wenn ihr vorsichtig falzt, müsst ihr nicht umdrehen das Papier, dann bricht es euch nicht. Aber drückt mit der Falzklinge nicht zu stark auf. Doch, das sollte passen. So, ich glaube, es ist sogar so stimmiger, dass ich euch das Template einfach nochmal überarbeite und das andere, das vergessen wir gleich mal, sondern arbeiten dann mit diesem Template hier. Seht ihr, das ist immer, wenn man es bebastelt. Ich habe es zwar jetzt auch schon einmal so gebastelt, aber so passt das. Ne? Hier ist dann auch ein bisschen mehr Platz. Ihr könntet die Falz auch auf 2 cm setzen, aber ich finde, das reicht so. Was man jetzt überlegen könnte, ist, wenn man das aufklebt, könnte man, damit es schicki ist, das von hinten dagegen kleben. Dann bildet es nämlich hier einen schönen Abschluss, als wenn man es jetzt hier so reinklebt, wie es bei Stampin' Up gemacht ist. Ne? Und dadurch, dass das ja eh da dran hängt, können wir das ja mal machen, dass wir das hier festkleben. Ansonsten, Stampin' Up sieht vor, dass man das Klebemittel hier anbringt. Aber um einen schöneren Abschluss zu haben, würde ich ja jetzt glatt mal sagen, wir kleben das von hinten fest. Bei dem Designerpapier fällt das sogar kaum noch auf, wenn ich euch das mal dichter halte. Das fügt sich so ganz gut ein. Aber vorab müssen wir hier oben noch eine Bordüre stanzen. Und hier brauchen wir noch ein Eingriffsloch. Und da habe ich mir die Stanze genommen. Wo ist sie denn? Entzückendes Etikett. Und dann gucke ich mal hier nach Augenmaß, so etwa in die Mitte. Und dann seht ihr das ja hier, an den Ecken lege ich das an. Zack. Und habe dann mein Eingriffsloch. Und jetzt stanzen wir uns hier oben noch einmal die Bordüre. Wir haben ja ganz unterschiedliche Bordüren. Also ich habe bei meinem Prototypen, wo ist der denn eigentlich abgeblieben? Mein schwarz-weißer Prototyp. Im Vlog habe ich euch den gezeigt. Hier. Da habe ich aus dem Konturiert und Koloriert-Set gewählte Konturen. Jetzt musste ich mal meine Kamera zuschalten. Diese große Wellenbordüre genommen. Aber wir bleiben ja jetzt mal in dem Set. Und das ist ein Punkt, da müssen wir jetzt, sonst kriegen wir das nicht durch, uns das einmal so zusammenlegen und dann durchziehen. Das hat den Vorteil, dass dann unsere Falzlinien auch noch gleich ordentlich scharf nachgezogen werden. So. Ich lege mir das an, dass es hier wirklich an der Kante abschließt. Es ist heute ein langes Video, aber bei dem schlechten Wetter haben wir ja sowieso nichts anderes zu tun. Brauche ich nicht meine Acrylplatte. Gucken, dass es nicht verzieht sich.
dass wir wirklich eine schöne gerade Bordüre haben. Wenn ihr so eine stark mitgenommene Platte unten habt wie ich, dann habt ihr hier ein ganz klein bisschen Textur hinten drin. Ist aber nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Und dann ist unser Täschchen fertig. Je nachdem, wie knapp ihr hier oben eure Bordüre abstanzt, ne, habt ihr hier mehr Platz oder weniger. Jetzt werde ich mir einfach mal, wir wollten uns das ja hier festkleben, Klebeband, Abreißklebeband, hier liegt doch alles griffbereit. Ich will mir das ja von außen gegenkleben, das heißt, ich muss das Klebemittel innen anbringen. Zuklappen und jetzt einmal hier rumlegen. Und dann habt ihr hier eure Dokumententasche, wo ihr nachher noch was reinstecken könnt. Meine kleine schwarz-weiße hat sich wieder aus dem Staub hier. Hier habe ich das quasi mit der Falzung, die ich ursprünglich hatte, gemacht und habe es innen festgeklebt. Aber ich finde, es legt sich hier einfach schöner um. Das gefällt mir besser, deswegen werde ich euch das Template dafür nochmal überarbeiten. Und das können wir auch noch ein bisschen dekorieren. Jetzt haben wir hier ein starkes Muster, das heißt, setzen wir uns das da drauf oder stanzen wir uns das einfach nochmal aus? Ich habe doch hier noch mein Goldenes gehabt. Man könnte jetzt das Goldene da noch mit hersetzen. Das könnte man sogar so lassen, wie es ist. Das finde ich sogar ganz nett. Oder greifen wir einfach das auf. Das können wir aber für den Text verwenden. Das ist jetzt mal eine gute Frage. Allerdings können wir hier auch auf Lodengrün gehen. Vielleicht habe ich auch noch eins ausgestanzt aus Lodengrün. Nee, jetzt habe ich hätte hier noch eins aus Calypso. Ich hätte noch eins aus. Das ist aber zu unruhig. Man müsste dann vielleicht ganz auf dieses gehen. Nee, das ist zu groß. Ich glaube, wenn, dann nehmen wir das Golden hier. Also da dann nicht die Metallplatte verwenden. Das setzen wir jetzt einfach mal mit drauf. Da gehe ich jetzt auch flächiger mit dem Kleber drüber. Derweil einen Block draufkleben. Und dann habe ich noch dazu kombiniert, zu diesem Set, die kreativen Tage. Und da können wir zum Beispiel dieses Denk dran nehmen. Wenn man jetzt so Sachen nochmal irgendwie Carpe Diem, denkt dran. Denkt dran passt ja auch gut zur To-Do-Liste. Und dann nehme ich mir jetzt einen Streifen. Da reicht ein halber Inch. Da nehmen wir uns einfach quasi das hier mit auf, dass wir in Aventurin weiterarbeiten. Meine Stanze nach Wahl Fähnchen, da passt das nämlich genau hier rein, dass wir unsere Fähnchen schön mit ausstanzen. Das setze ich mir so hin, dass es hier mit dem Fähnchen gut abschließt. Einmal in weiß embossen. Das kürze ich mir ein. Ich lasse hier ein bisschen mehr Platz stehen oder ein bisschen mehr stehen, weil ich da noch, ihr wisst ja, ohne Schleife macht sie es nicht, noch ein Schleifchen mit dran tüdeln werde. Und zwar nehme ich mir dieses feine Saumband in, oder das schmale Saumband, das weiße Saumband, wie auch immer es heißt. Jo, jetzt ist gerade ungünstig.
nehme mir meinen Tacker und ich setze die Tackernadel so, dass ich nicht das Band festtacker, sondern links und rechts von dem Band die Tackernadel setze, dass ich jetzt quasi das Band da auch noch durchziehen kann. Da muss ich nämlich keinen Knoten setzen, muss das Band nicht festkleben, muss kein Loch ziehen oder kein Loch stanzen, sondern tacker mir das einfach fest. Bänzle drauf. So. Andere Schere. Ich warte eigentlich auch noch auf den DHL-Fahrer. Schon den ganzen Tag. Aber es kommt ja auch wieder Sturm. Und das kommt jetzt hier nochmal mit Dimensionals drauf. Und wir sind noch nicht fertig. Wir haben nämlich noch ein Element mindestens. Wenn wir nämlich die kreativen Tage schon mal am Wickeln haben, dann machen wir damit auch weiter. Wir können das aber schon mal erst in den Rahmen bringen, damit wir dann uns das auch gleich vorstellen können. Ich nehme mir jetzt mal einfach den Rahmen und baue den auseinander. Den könnt ihr nämlich, ihr habt hier hinten auch was zum Aufhängen. Und dann, wie bei einem normalen Bilderrahmen, ziehen wir uns das hier ab. Das, was hier drauf ist, lege ich mal beiseite. Das klebt natürlich noch durch die Magnete. Hier ist noch eine, normalerweise eine Folie drauf, weil ihr könnt das auch als Whiteboard benutzen. Ne? Da ist hier nochmal so eine Schutzfolie drauf. Die könnt ihr abziehen, müsst ihr jetzt aber erstmal noch nicht. Aber wenn ihr das als Whiteboard benutzt oder so, bietet es sich an. So, einmal das Papier da rein. Ihr seht, es passt haargenau. Perfekt auf 12x12 Papiere abgestimmt. Das ist nämlich in unseren Breiten nicht ganz so einfach, Bilderrahmen dafür zu kriegen. Ich habe neulich mal Bilderrahmen bestellt. Die kamen dann aber aus Amerika. Da musste ich noch Zoll für zahlen. Das hatte ich bei der Bestellung gar nicht so gesehen. So, die Rückwand dagegen. Wir haben hier in 3D gearbeitet, deswegen erstmal festziehen. Aber so können wir uns das dann schon besser vorstellen. Dann haben wir ja hier, die Klammern werden ja mitgeliefert im Set. Zwei Stück ran. Und dann haben wir dieses Element schon mal fest. Jetzt können wir uns natürlich noch ein bisschen höher ziehen. In das Täschchen können wir uns packen, kleine Kärtchen. Da passen rein, habe ich die hier auch noch irgendwo liegen, weil das natürlich Elemente sind, die man auch immer wieder austauscht, gerade wenn man sich so Zettel schreibt. Da passen kleine Visitenkarten, Karteikarten rein. Die könnt ihr da reinstecken. Es gibt die ja auch in Blanko und es gibt die auch kariert, dass ihr dann eure Listen entsprechend schreiben könnt. Oder aber ihr nehmt euch Farbkarton Grundweiß, und zwar den normalen, und schneidet euch die Stückchen hier, die sind jetzt auf 4x3 Inch geschnitten. Da kriegt ihr 6 Stück aus einem DIN A4 Bogen raus. Die Zentimetermaße seht ihr dann in der Infobox bzw. auf meinem Blog. Und die passen da auch ganz genau rein. Und was man damit noch machen kann ist, wir müssen ja hier nicht für den Müll arbeiten, wir haben ja jetzt hier noch diese Abschnitte. Diese Streifen, Designerpapier. Und die sind ja jetzt, die anderen waren ja auf 1 Zentimeter, aber diese sind ja hier auf 1,5. Und dann schneiden wir uns die einfach nochmal auf 1,5 ab. Übrig bleibt dann noch so 1 Zentimeter. Aber da ist es halt auch gefalzt, ne? Deswegen schneide ich das da. Und das können wir mit dem Streifen auch machen. Okay, wir fangen hier mit 1 Zentimeter an. Da sitzt nämlich gerade die Falz. Und dann zweimal bei 1,5. Und das setze ich mir einfach hier an diese Kärtchen.
und habe dann schön verzierte Notizkärtchen. Wofür auch immer man das verwenden will. Vielleicht, wenn man Rezepte sammelt oder wenn man To-Do-Listen hat, tägliche To-Dos zum Beispiel. Bei mir gibt es ja auch To-Dos, die wiederholen sich jeden Tag. Ne? E-Mails, Rechnung schreiben, Bestellungen aufgeben. Solche To-Dos sind bei mir jeden Tag, fast jeden Tag auch Katalogversand. Und dann kann man sich das quasi als so kleine Erinnerungen, tägliche To-Dos mit anhängen. Jetzt kommt bestimmt die Frage, warum soll ich mir tägliche To-Dos aufschreiben, damit man am Abend sagen kann oder sieht, dass man tatsächlich was gemacht hat. Ne? Also ich habe das ganz häufig, dass ich dann denke, der Tag ist vorbei. Was hast du denn heute den ganzen Tag gemacht? Ja, das sind natürlich Arbeiten, die jeden Tag anfallen. Und die hat man dann nicht immer so auf dem Zettel. Hat mir meine Freundin Katrin verraten, die ich an dieser Stelle sehr herzlich grüße. Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dann sollte man sich auch tatsächlich aufschreiben, was man an kleinen Dingen, auch wenn man eigene To-Do-Listen jeden Tag führt, im Buto oder so, dass man am Tag, ja, Tagesende auch nochmal aufschreibt, was man alles gemacht hat. Damit man sieht, ich war produktiv. Es gibt ein gutes Gefühl, kann ich euch versprechen. Das habe ich nämlich momentan tatsächlich, dass ich meine Listen sehr intensiv führe. So. Da haben wir dann jetzt quasi unsere Notizzettelchen, die wir uns gleich noch ein bisschen schicki gemacht haben mit Resten von Designerpapier. Die können wir uns hier reinstecken für den Fall, dass wir sie brauchen. Und dann auch herausnehmen. Man kann die natürlich auch so hochkant reinstecken. 6 sind bald ein bisschen viel darin, weil der Farbkarton natürlich auch sehr stark ist. Und habe ich mir 1 zu viel fertig gemacht. Das heißt, ich muss mir noch eins schneiden. Hier habe ich noch so einen netten Rest. Also 3 mal 4. Und wenn wir schon mit den kreativen Tagen arbeiten, können wir uns ja auch ein Kalendarium machen. Ich nehme jetzt mal der Einfachheit halber den März, weil ich weiß, wann er anfängt und dass er 31 Tage hat. In der Hoffnung, dass ich es jetzt auch nicht versammle. Und ziehe mir das einmal auf den Blog und im Prinzip können wir ja bei Aventurin bleiben. Hier habe ich das mit Lodengrün gemacht. Dann holen wir uns die kreativen Tage nochmal mit dazu. Und ich hoffe ja inständig, dass wir was mit To-Do-Listen kriegen oder zumindest auch nochmal Wochentage. Ne? Dass wir nicht nur das Kalendarium mit Monaten haben, sondern dass wir auch Wochentage haben. Und die Breite unserer Stempelkissen reicht genau für 7 Tage auf diesem Endlos-Stempel. Und der März fängt an einem Dienstag an. Das heißt, hier ist die 1 an der zweiten Position. Das heißt, die 7 ist auf einem Montag und jetzt seht ihr das, passt das Kalendarium genau eine Woche hier drauf. Wenn ihr jetzt einen Monat habt mit 30 Tagen, müsst ihr die 31, bevor ihr stempelt, natürlich nochmal sauber machen. So, und jetzt ist natürlich der Sonntag auf der 6, dass ich das im Auge behalte. So, dann habe ich da mein Kalendarium drauf und das ist wirklich schön, dieses Kalendarium. Dann haben wir natürlich auch noch unsere abgekürzten Wochentage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und es ist in der deutschen Reihenfolge, nicht in der amerikanischen. Das setze ich mir dann drüber. Dann haben wir den März. Und so könnt ihr euch jeden Monat euer Kalendarium selber gestalten und habt so einen kleinen Überblick, wo ihr gerade in der Woche, in dem Monat seid. Hier kommt nochmal eine kleine Verzierung davor. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir noch einen Abschnitt haben vom Designerpapier. Da hätten wir ja nochmal dieses Kunterbunte. Wird das vielleicht zu bunt? Man könnte natürlich das nehmen. Also wenn ich jetzt wieder auf das Bunte gehe, wird es zu bunt. Aber man könnte dieses Grün nochmal aufgreifen.
da haben wir, wie viel Platz haben wir denn da noch? Ich denke mal so 2 cm. Mein Lineal verschwindet heute auch ständig. Gucken wir mal. Ja, so 2 cm, 1 Inch, nee, 1 Inch, 2,5 cm. Wollen wir das Geriffelte nehmen? Ja. Das Geriffene, dann wiederholen wir das. Jo. Das machen wir so. Ja, das können wir nehmen dafür. Das können wir dafür nehmen. Ich war jetzt gerade ein bisschen unsicher, aber das kann ja auch jeder machen, wie er das gerne hätte. Abschneiden. Und auch da setze ich mir noch mal so ein Schleifchen mit der Tackernadel auf. Wie gesagt, nicht fest tackern das Band, dass ihr durch das Band durchtackert, sondern links und rechts neben dem Band, dann könnt ihr es nämlich noch durchziehen. So, das Schleifchen ist jetzt vielleicht nicht das Schönste. Aber es ist da. Und ich bin jetzt hier an dem Videodreh schon über eine Stunde. Mal sehen, was am Ende rauskommt, wenn ich es geschnitten habe. Aber so viele Sequenzen zum Rausschneiden sind da gar nicht. So, und dann könnte man jetzt quasi dieses Kalendarium noch separat entweder hier mit herheften oder hier unten in die Ecke. Und dann könnte man, jetzt habe ich gerade keine Klammer mehr hier, und dann könnte man sich so seine Tages-To-Do-Liste oder was man im Auge behalten möchte, hier oben noch mit herheften. Ne? Das ist meine Idee. Vielleicht hätte man das auch ein bisschen weiter noch rübersetzen können. Also wie gesagt, das war meine erste Idee in dunkleren, gedeckteren Farben. Die Fotos findet ihr zum Download und Selbstausdrucken unten in der Infobox bzw. auf meinem Blog. Und das wäre die zweite Idee. Und dazu passen dann halt auch die Ständer, die ich euch empfohlen habe. Den hat mir natürlich zwischendurch keiner aufgehoben. Aber den gibt es, wie gesagt, auch in Gold. Der passt dann vielleicht auch ganz gut mit dazu. Und damit verabschiede ich mich für heute von euch. Wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Das Wetter ist ja passend zum Basteln. Und ja, wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und kreativ. Und bis ganz bald wieder hier auf dem Kanal. Macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss. Guck mal, das passt da oben auch noch mit rein.